Du lieber Stier, dich begleiten hier jetzt ganz, ganz interessante Energien. Und zwar haben wir gleich als Hauptthema hier liegen jetzt nicht die Hoffnung verlieren. Also auch wenn in vielleicht ausweglosen Situationen, wo du vielleicht das Gefühl hast, jetzt immer mal wieder die Kraft zu verlieren, das ist das, was gekommen ist, oder wo du Entscheidungen treffen möchtest, die, wo du weißt, dass sie deiner inneren Macht entsprechen, aber was dir irrsinnig schwerfällt, vielleicht auch in Bezug auf andere Personen oder sonstiges, wo du dich vielleicht in Situationen wie gefesselt fühlst, da kommt jetzt deine Kraft hinein und du darfst auf der nächsten Stufe wirklich du selber sein. Das war das, was kommt, und du löst dich aus diesen Verankerungen der alten Verstrickungen. Warum? Weil du erkennst ganz eindeutig für dich, dass dir jetzt in dieser Situation, wo du drinnen bist, vielleicht schon ein bisschen langweilig geworden ist. Ja, wir haben hier die Waage, möglicherweise wurde das jetzt auch beim letzten Neumond in der Waage angestoßen, dass du immer stärker gemerkt hast, was eigentlich du für Kompromisse in deinem Leben eingehst, die dir einfach schon überdrüssig sind, die nicht mehr richtig sind, und da hast du jetzt beschlossen, in die Selbstmeisterschaft einzutauchen und wirklich einen Hausputz zu wagen und in die positive Veränderung hinein zu gehen. Kann jetzt auch heißen, zum Beispiel, dass du jetzt dich aus einer Situation löst, welche auch immer, ja, und da jetzt einfach auch umziehst im Sinne von seelischen Umzug, häuslichen Umzug, aber auch arbeitstechnischen Umzug. Also irgendwie beginnt hier eine neue Ära für dich und da haltest du halt einfach Balance, und zwar mit deiner inneren Stimme, mit dir. Und das ist ganz wichtig, weil du da die Klarheit auch darüber erfährst, was da jetzt einfach zu dir kommen will, nämlich auch. Was ich ganz schön finde, bevor wir schauen, was sich verstärkt, ist, dass du hier eine Phase gehabt hast, wo du wahrscheinlich immer wieder mal Angst gehabt hast vor deiner Klarheit, immer mal wieder Angst gehabt hast, deinen Mut zu zeigen, und trotzdem hast du gemerkt, du musst das jetzt überwinden, du musst dich jetzt entscheiden, du musst jetzt einfach diese kurze Zeit Mut beweisen, damit du in diese Fülle wieder einkehren kannst und in die Ordnung wieder eingehst und eben diesen Kampf, der vielleicht da war, oder diese Langeweile, diese Unterdrückung, dieses ich lebe mich nicht selbst, überwindest und somit deinen Lebenssinn auch wieder findest, und daher gehen die Blockaden dann auch raus, und das ist eben jetzt schon, entweder es ist gerade passiert oder es passiert gerade, dass du dich da überwindest und mutig wieder in dein Leben geschickt wirst quasi. Da haben wir jetzt, was kommt hinzu, und da haben wir nämlich schon den neuen Morgen, da haben wir schon, dass dein Leben neu beginnt. Du hast jetzt hier gesagt, ich möchte nicht mehr wegschauen, ich möchte nicht mehr Herr oder Frau meiner inneren Gefangenschaften sein, sondern ich nehme jetzt die Klarheit an, ich nehme jetzt dieses Thema an und verstecke mich auch nicht mehr vor mir selber, nämlich nicht. Ja? Ich gehe mit mir und mit meinem Licht, und damit räume ich alles aus, was da vielleicht noch alte Probleme im Weg gelegen haben. Das haben wir auch hier als Hauptthema drinnen liegen. Was ist aber jetzt hier deine unbewusste Seite? Was willst du noch nicht ganz sehen oder was fällt dir ein bisschen schwer zu sehen? Und da haben wir tatsächlich auch drüber, in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf die eigene Anerkennung, in Bezug auf die eigene Kraft, aber auch in Bezug auf deine Weichheit, auf deine Weiblichkeit, ja, haben wir die Eifersucht oder den Neid, die Bedrohung drinnen. Und das kann jetzt sein durch Konkurrenz in der Arbeit, das kann jetzt sein durch sonstige Neide, das kann aber auch sein wirklich tatsächlich durch eine Drittperson, irgendwie jetzt zum Beispiel bei deinem Wunschpartner oder Partner oder sonst irgendwas. Ja, also wo einfach vielleicht noch so ein ich bin noch nicht 100% gut genug drinnen schwingt in deinem System in irgendeiner Art und Weise. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben hier die Übergänge ins Reich der Geister, die Umarmung und das Haus. Und das ist der erste Impuls gewesen, du richtest dich jetzt neu aus, und das, was dann neu kommt, das ist gar nicht neu, sondern das ist wirklich schon alt, aber du hast irgendwie Angst davor und darfst diesen Teil jetzt wirklich mit deiner ganzen Liebe auch umarmen. Und zwar ist es der Bereich, wo du die Grenzen überschreitest, wo du einfach auch über die Dimensionen hinweg siehst, wo du einfach auch deine Spiritualität auf einer anderen Ebene wahrnehmen kannst. Möglicherweise heißt das für den einen oder anderen auch wirklich Jenseitskontakte etc. Und auch das darfst du hier für dich öffnen. Für die Leute, die jetzt so spirituell nicht schauen, ist es einfach wirklich ein Grenzgang, ja, etwas, wo du weißt, es ist jetzt Zeit, die Übergänge zu wagen. Ja, du öffnest da eine Türe und gehst in ein neues Haus, du gehst in ein neues Zuhause. Und das kann jetzt natürlich heißen, dass du aus Situationen rausgehst, wo du in einer Partnerschaft warst, wo du verheiratet warst, wo du gemerkt hast, das ist falsch, das ist nicht richtig, wo du, ja, da haben wir hier den Hinweis darauf, das ist
das kann jetzt wirklich alles Mögliche für dich sein. Wir haben hier verschiedene Szenarien. Kann wirklich auch sein, du wechselst Beruf etc. Also interessant, was hier passiert. Auf jeden Fall gibt es hier einen Richtungswechsel und irgendein Teil in dir möchte da noch Sicherheit erfahren und Umarmung bekommen, weil er durch die ganze Situation, wo sich jetzt doch viel tut, ein bisschen unsicher geworden ist. Das macht aber nichts, weil wir haben hier das Liebespaar, das heißt, du gehst in die Vereinigung auch hier wieder. Kann jetzt natürlich auch sein, dass du jemanden kennengelernt hast, wo du jetzt natürlich was Altes verlässt, ja, und dann möchtest du im Endeffekt dort dann wirklich Heilung finden und das tust du auch. Ja. Also da kommt die Liebe, die Heilung aus dem Liebeskummer und Chaos kehrt ein, also nur so viel vorweg. Was ist dir jetzt aber bewusst, und das finde ich auch total schön, du hast jetzt die Zeit der Spiritualität, du wirst in deine inneren Katakomben kommen und darfst auch vergangene Teile und Erinnerungen wiedersehen. Also du wirst jetzt auch ein Stück weit aufgerufen, wirklich in die Gefühle, in den Fluss wieder hineinzukommen, um dein Inneres wahrzunehmen, um zu sehen, damit dieser Weg jetzt eben weitergeht. Und das spielt schon zusammen und hat eben auch zu tun mit deiner Kraft und deiner Macht. Und jetzt will das gleich gesagt werden, weil es ist jetzt groß reine machen und du kommst in deine Hellsinne, du kommst auch in dem Bezug auf deine Kraft, du wirst wieder klar sehen und die Gedankenkonstrukte, die werden hier einfach gehen, weil du dir die Zeit jetzt nimmst, für dich wirklich in diese Neusortierung, in diese Neuordnung hineinzukommen. Damit löst du deine Ängste, gehst in die Ruhe und änderst deinen Blickwinkel auch wieder. Weil der nächste Schritt ist wirklich, dass du hier siehst, es ist ja alles da, die Anteile sind da, aber irgendwie macht er das ein bisschen Angst. Und früher hast du halt immer gesagt, Hände weg davon. Ja? Du hast immer gesagt, lass mich in Ruhe, und jetzt gehst du aber in die Verbindung hinein. Weil das hat noch zu tun mit irgendeiner Beeinflussung von draußen, irgendwas Kontrollierendes, Eifersüchtiges. Kann auch sein, dass du das jetzt, da steht jetzt die Schwiegermutter, dass du da vielleicht Angst hattest oder sonst was, aber dass es auch von der Großmutter kam, wo einfach Gedankenkonstrukte auch über die Ahnenlinie mitgeliefert wurden. Ja, das kann hier ganz, ganz klar auch sein. Also ich bekomme das an erster Stelle rein. Ja? Nicht jetzt die Schwiegermutter an sich, sondern über die mütterliche Linie. Wir haben hier die Schlange, die steht ja auch irgendwie dafür. Ja? Ja gut, für den einen oder anderen kann das jetzt aber auch wirklich sein, dass da ein kleiner Konflikt drinnen ist, weil die Frau vom Mann, mit dem du vielleicht dann zusammenkommst, oder mit dem Wunschpartner, ja, dass die Mutter wirklich noch die andere Frau sehr gerne gehabt hat und deswegen vielleicht jetzt negativ einwirkt. Das kann alles möglich sein. Dann lass dich da nicht einsperren, sondern bleib ganz, ganz stark bei dir und öffne deine Pforten. Ja. Geh dahin, dass du dir sicher bist, dass deine Pflanze da jetzt wirklich auch aus diesem Glaspalast aussteigen darf, um das Paradies zu sehen. Ja? Also alle Wünsche dürfen hier in Erfüllung gehen, weil auch der Rat der Hohepriesterin sagt, es gibt hier einen Neuanfang. Glaub an dich und deine Metamorphose. Und auch da kommen dann die Energy Domes dazu, die dir noch einmal Kraft geben, die dir noch einmal Energie bündeln, die Verstrickungen lösen, was ja wunderbar dazu passt, denn es ist jetzt die Zeit und glaub daran, es braucht auch nicht mehr so lange Zeit. Ja? Auch wenn es vielleicht nicht ganz schnell geht von heute auf morgen, aber im Moment ist alles am Machen, alles am Tun, dass sich deine Wünsche, deine Herzenswünsche hier auf dieser Erde auch wirklich manifestieren. Bis dann, Baba.